Was zuletzt geschah. Shainux war zurückgekehrt und Nekrosma war besiegt. Doch als Darkrai sich die Ehre gab, Nekrosma zu entfernen, wurde eines klar. Dieser war kein General gewesen. Später in der Basis erzählte Shainux von dem, was er nun alles wusste. Deoxys war ein General. Jedoch war dies bereits alles Neues. Doch es war egal. Die Hauptsache, er war zurück. Am nächsten Tag ging es für das Team wieder in die Stadt. Es war alles wie am ersten Tag. Wirklich alles. Auch das mysteriöse schwarze Vulnona kehrte zurück. Doch dieses Mal reagierte Lord Ecke und forderte es zum Kampf. Doch als es bereits zu spät war, zeigte sich der Fehler. Dieses Vulnona war der sogenannte Schattendämon. Ein antiker Feind, der eigentlich seit 100 Jahren ausgerottet sein sollte. Und zudem war er ein General. Lord Ecke konnte unmöglich gewinnen. Musste er jedoch auch nicht. Ein anderes Vulpix unterbrach den Kampf. Der Dämon floh, offensichtlich ohne eine geplante Wiederkehr. Denn er hinterließ das Emblem. Und als Günther den Besitz vierer Embleme verkündete, kam ihm ein alter Bekannter dazwischen. Kapitel 29. Der Held der Menschen. Kampf um die Embleme. Alle Generäle sind geschlagen. Dies ist, was mir die Stimme sagte. Und sofort drängte sich jemand durch die Menge zu mir. Es war ein alter Bekannter. Snens. In seiner Hand hielt er ein Emblem, das fünfte und letzte, das mir fehlte. Ich habe Deoxys geschlagen, alle Generäle sind gescheitert. Tatsächlich, du hast das letzte Emblem. Sehe ich es richtig, dass du nicht vernünftig sein wirst und es mir geben willst? Ich habe vier von ihnen, du hast das einzige, das mir fehlt. Snens wirkte sehr amüsiert von meinem Vorschlag. Daran glaubst du selber nicht. Morgen zum Mittag. Hier, ich werde dir zeigen, wie ich Deoxys stürzen konnte. Wir kämpfen um die Embleme. Der Gewinner kämpft in der finalen Schlacht. Ich hatte mit nichts anderem gerechnet. Snens war schon letztes Mal ein starker Gegner gewesen. Doch er musste noch deutlich stärker geworden sein, wenn er tatsächlich die Kraft hatte, Deoxys zu bezwingen. Ich wusste, dass ich keine andere Wahl hatte. Ich werde da sein. Aller guten Dinge sind drei. Mein dritter Sieg gegen dich wird der Finale werden. Sehr schön, ich werde dich erwarten. Und da aller guten Dinge drei sind, wird mein dritter Versuch meinen Sieg mit sich bringen. Nach unserer Rückkehr zur alten Hütte mussten wir den drei Übriggebliebenen alles erklären, was geschehen war. Zumindest so weit, wie wir es konnten. Und natürlich war es wieder Zeit für uns zu planen. Alles oder nichts. Im finalen Kampf gegen Snens mussten wir auf volle Kraft setzen. Also, ich nehme alle Vorschläge an. Wer wird mitkämpfen? Wir müssen aber auch beachten, es ist möglich, dass Darkrai uns schon kurz darauf herausfordert. Und wenn dies der Fall ist, sind diejenigen, die gegen Snens kämpfen, natürlich in diesem finalen Kampf nicht mehr so aktiv als Teilnehmer möglich. So entstand mit der Zeit das Team für den großen Showdown um die Embleme. Shainux würde mitkommen. Snens konnte nicht wissen, dass er überhaupt zu uns gehörte und ermöglichte uns somit einen Überraschungseffekt zu erzielen. Bulbi wäre auch dabei. Shainux und sie konnten nur als Team ihr volles Potenzial entfalten. Zudem setzten wir auf die volle Kraft der Legenden. Latias und Latios würden uns mit ihren Kräften zur Seite stehen. Ivy war, nun wo sie ihre Kräfte völlig im Griff hatte, zu einer ultimativen Kämpferin geworden und kam deshalb natürlich auch mit. Somit waren noch Lord Ecke, Seemops, Bisasam und Hydropie Option für die letzte Stelle. Wir entschieden uns aufgrund der Speziesdopplung mit Bulbi gegen Bisasam. Lord Ecke sollte für Darkrai voll bereit sein und setzte somit auch aus.
Wir entschieden uns für Hydropia als letzten Krieger, um noch einen stärkeren Kämpfer gegen Krace in der Hinterhand zu haben. Aber auch die anderen würden alle mit uns kommen und dem Kampf als Zuschauer beiwohnen, sodass sie bei einem möglichen sofortigen Duell mit Darkrai bereitstanden. Der nächste Mittag brach bald an. Der Platz war bereits voller Schaulustiger. Ein großes Publikum hatte sich angesammelt. In der Mitte von ihnen hatten sie einen großen Kreis freigelassen. In diesem Kreis wartete bereits mein Rivale. Krace stand neben ihm. Ich hatte ehrlich gesagt bereits damit gerechnet, ihn als Fuegro wiederzusehen. Eine Vermutung, die sich als richtig erwies. Du bist also wirklich gekommen? Ich dachte, du würdest kalte Füße bekommen. Bist du bereit für das letzte Duell? Wer heute gewinnt, ist offiziell der stärkste aller Trainer. Ich weiß nicht, wo du deinen Optimismus hernimmst. Denkst du wirklich, du wärst nun stärker als Olaf, als dein eigener Mentor? Oder weißt du etwa auch nicht, dass ich ihn bereits geschlagen habe? Ein überraschtes Raunen ging durch die Menge. Oh, ich weiß Bescheid. Doch ich kenne deine Tricks inzwischen. Ich bin vorbereitet. Mein Team ist stark wie nie zuvor. Also los, liefern wir den Leuten das Duell, das sie sehen wollen. Auf geht's, der Gewinner bekommt alles. Der Kampf begann. Beide Seiten trafen ihre erste Wahl. Ich schickte sofort Ivy in die Schlacht, in der Hoffnung, schnell aufräumen zu können. Snance zeigte ein neues Teammitglied seinerseits, ein Tengulist. Glaub nicht, dass ich dieses Mal wieder gegen dieses Evoli scheitern werde. Es ist unfassbar dreist, so eine Technik zu nutzen. Doch ich erwidere den Gefallen dieses Mal. Die erste Runde spielte mir jedoch, entgegen dem, was er sagte, bereits sehr in die Karten. Tengulist war schneller als Ivy und benutzte Sonnentag. Ein Zug, den ich keinesfalls verstand. Ivy konnte nun als Flamara noch mehr Schaden anrichten. Und dies tat sie auch. Der erste Schlag reichte fast, um Tengulist niederzustrecken. Doch bereits in Runde 2 zerbrach ein Großteil meines gesamten Kampfplanes. Snans erster Zug wirkte zunächst unklug, doch sein nächster Trick rechtfertigte alles. Tengulist war nie dazu gedacht gewesen, Großes in dem Kampf zu erreichen. Sein einziger Sinn war es, Ivy auszuschalten, damit sie keine Bedrohung für seine weiteren Pokémon darstellen konnte. Dies wurde eindeutig, als das tückische Pokémon Finale nutzte. Die Attacke erzielte genau den erwünschten Effekt. Ivy hielt dem Schlag nicht stand und war zusammen mit dem Feind aus dem Kampf ausgeschieden. Eines meiner wichtigsten Teammitglieder war bereits ausgeschieden. Snance hatte diese ersten Züge perfekt geplant. Doch ein Vorteil gab es. Das Szenario sorgte dafür, dass Snance vor mir sein nächstes Pokémon einwechseln musste und ich darauf reagieren konnte. Doch als Kamerupt aufs Feld kam, begann auch der Sonntag viel mehr Sinn zu ergeben. Die gleißende Sonne sorgte dafür, dass Hydropie keine Option für diesen Fall war. Ich entschied mich, den Sonntag für meinen eigenen Vorteil zu nutzen. Zwar hatte ich kein Feuer-Pokémon, doch es wäre im Angesichte dieses Bodentypen ohnehin keine gute Wahl gewesen. Latias mit ihrem Solarstrahl hingegen konnte sehr stark von dem Wetter profitieren. Ich wusste, dass das Trampeltier-Pokémon keine starken Attacken gegen sie nutzen konnte und somit war sie eindeutig die beste Wahl. Latias war zudem deutlich schneller und konnte so einen sofortigen Solarstrahl abfeuern, welcher guten Schaden zufügen konnte, jedoch nicht ansatzweise genug, um den Feind auszuschalten. Die Menge um uns herum wurde lauter, das Adrenalin kochte hoch. Snance ließ mich spüren, was ich Olaf hatte spüren lassen. Die Überraschung der Kraftreserve Typ Eis. Latias erlitt große Schäden hierdurch. Tja, damit hättest du nicht gerechnet, was? Man muss doch auf seine eigenen Tricks gefasst sein. Die nächste Runde verlief noch einmal exakt identisch. Ein zweiter Solarstrahl brachte Kamerupp in den kritischen Bereich, doch Latias wurde niedergeschreckt. Als nächstes schickte ich ihren Bruder in den Kampf, der es in der nächsten Runde sofort schaffte, Kamerupp auszuschalten. Und nun hatte Snance selber mit den Konsequenzen seiner Technik zu kämpfen.
Er hätte liebend gerne Mamutl in den Kampf gesendet, um Latios schnell auszunocken. Da jedoch die Sonne noch schien und Latios ebenfalls Solarstrahl beherrschte, war dies für ihn keine Option. Daher schickte er sein Raichu in die Schlacht. Raichu war ein trickreicher Gegner, wie ich bereits wusste. Seine einzige Schwäche waren Bodenattacken, doch ich wusste bereits, dass es einen Luftballon trug und somit immun gegen diese war. Ich entschied mich letztlich stumpf bei Solarstrahl zu bleiben, was auch große Schäden anrichtete. Der Feind benutzte Regentanz, um so den Vorteil zu widerrufen, den die Sonne Latios gab. Da Latios somit nur schwächere Optionen blieben, nutzte er Psychokinese, konnte Raichu jedoch nicht ausnocken. Dieser konnte nun durch den Regen seinen Donner sicher treffen und somit viel Schaden verursachen. In der folgenden Runde schaffte Latios es, Raichu auszuschalten. Da jedoch klar war, dass er nun Mamutl nutzen würde, war der Zwischenstand eigentlich bereits ausgeglichen mit 3 Rest-Pokémon für jeden. Ich hatte natürlich recht mit der Vermutung, dass er Mamutl in den Kampf schicken würde. Latios konnte zwar noch Schaden mit einer Psychokinese anrichten, doch er schied beim ersten Angriff aus. Ich geriet nun in eine kritische Lage. Ich hatte Hydropi ausschließlich als Waffe gegen Kraze im Team, doch er war bereits jetzt die einzige Wahl. Bulbi und Shinux hatten beide Schwächen gegen dieses Pokémon. Ich war gezwungen, Hydropi zu ziehen, obwohl ich es eigentlich vermeiden wollte. Ich hoffte zwar, dass er es schaffen könnte, Mamutl und Kraze zu besiegen, doch damit rechnen tat ich nicht. Seine Aquaknarre fügte dem Mammut-Pokémon einiges an Schaden zu. Doch in dieser Situation zeigte sich, dass in solchen Situationen die fehlenden Weiterentwicklungen tatsächlich ein Problem darstellen konnten. Die Antikraft von Mamutl war zwar keine sonderlich starke Attacke, fügte Hydropi jedoch trotzdem einiges an Schaden hinzu. Er würde Mamutl zwar besiegen, doch nur knapp. Dies bewahrheitete sich bereits in der nächsten Runde, als eine Hydropumpe zum Sieg über Mamutl genügte. Doch Snans vorletztes Pokémon bat noch einmal eine unschöne Überraschung für mich. Ich rechnete zwar bereits damit, dass er noch ein weiteres neues Teammitglied hatte und es nun nutzen würde, damit Hydropi keine Schäden gegen Kraze ausrichten konnte. Aber womit ich nicht rechnete, war ein legendäres Pokémon. Zwar waren Bulbi und Shinux beide im Vorteil gegen es, doch trotzdem war es ein ernstzunehmender Gegner. Snans schickte Keldeo in den Kampf. Das enorme Tempo des Gegners glich den Kampf sofort wieder aus. Nun stand ich vor der Wahl, Bulbi oder Shinux. Diese Wahl fiel mir jedoch relativ leicht, da Bulbi gegen Kraze eine deutlich geringere Siegeschance hätte als Shinux. Daher war sie diejenige, die sich gegen Keldeo stellte. Snans hatte offensichtlich geplant, Keldeo zu nutzen, um meine beiden letzten Kämpfer zu schlagen. Bevor Bulbi zum Zug kam, nutzte es Schwerttanz und stärkte seine eigenen Angriffe enorm. Bulbi konnte so zwar problemlos eine Laubklinge nutzen, die auch viel Schaden machte, doch trotzdem war die Situation unfassbar kritisch. Keldeo beherrschte Kreuzschere, was Bulbi mit einem einzigen Schlag ausschaltete. Shinux war nun mein letzter Kämpfer und Keldeo war schneller als er. Kreuzschere würde nicht ausreichen, um ihn niederzustrecken. Steinkante jedoch schon. Und so kam Shinux in den Kampf. Die Menge tobte. Ich wusste, dass mich nur ein Wunder noch retten könnte. Shinux wirkte ruhig und unfassbar fokussiert. Keldeo benutzte Steinkante. Shinux drehte sich nur minimal auf der Stelle. Und die Attacke verfehlte um Millimeter. Die Menschenmassen brüllten. Shinux bezwang Keldeo mit einem Donner. Der Kampf war spannend bis zum letzten Pokémon. Nun entschied das Duell der Raubkatzen. Kraze zeigte beim Eintritt ins Kampffeld eine Charakteränderung im Vergleich zu unserer letzten Begegnung. Hierauf läuft es also hinaus. 1 gegen 1. Ich werde dich nicht unterschätzen, Shinux. Ich lerne aus meinen Fehlern. Möge der Bessere gewinnen. Obwohl Snans sein Pokémon nicht hören konnte,
sprach er genau dieselben Worte. Erneut zeigte sich damit der Bund, den die beiden teilten. Hierauf läuft es hinaus. Die letzten Pokémon. Glaube ja nicht, dass ich dich wieder unterschätzen werde. Möge der Bessere gewinnen. Craze, ein besonderes Fuegro. Sein Training mit seinem Trainer und besten Freund Snance stärkten ihn und halfen ihm, sich zu entwickeln. Durch dieses Training schaffte er es, als Schlüsselkämpfer General Deoxys zu bezwingen. Shinux, ein unglaubliches Pokémon. Einst entstanden aus der Seele eines Verräters, doch er wurde trotz dessen zum gefeierten Helden. Er war derjenige, der den dunklen Rächer besiegen konnte. Zwei unglaubliche Pokémon im finalen Duell um die Embleme der dunklen Armee. Shinux kam zuerst zum Zug und paralysierte Craze mit einer Donnerwelle. Die Paralyse hinderte ihn jedoch nicht daran, Erdbeben zu nutzen, was großen Schaden auf Shinux Seite anrichtete. Einen weiteren Treffer würde er nicht aushalten können. Ein starker Donnerblitz traf Craze, der ansehnlichen Schaden nahm, jedoch nicht ansatzweise so viel wie Shinux. Die nächste Runde war unfassbar wichtig für mich. Ein weiterer Donnerblitz traf und Craze konnte sich nicht gegen die Paralyse durchsetzen. Doch hatte ich dieses Glück noch einmal? Der nächste Treffer würde Craze nicht ausschalten können. Der nächste Donnerblitz schlug ein und brachte Craze in einen kritischen Bereich. Doch die Paralyse blieb unwirksam. Craze spezielle Attacke Dark Lariat traf Shinux. Kein normales Pokémon dieser Welt hätte dem noch standhalten können. Doch Shinux war kein normales Pokémon. Obwohl die gesamte Menge damit gerechnet hätte, dass der Kampf geschlagen war, stand er wieder auf. Diesen Kampf werden wir nicht verlieren. Wir sind nicht so weit gekommen, um zu scheitern. Ein riesiger Donner schlug ein. Der Kampf war nun wirklich zu Ende. Shinux hatte Craze geschlagen. Pokémon-Trainer Günther riss den Sieg an sich. Und die Zuschauer applaudierten.